seinen Gegner rein der Friede, sondern auch gegen das Board. Dabei fing doch alles so gut an. Chizzy holt sich locker die ersten beiden Sets. Es läuft richtig rund. Der Niederländer Rein de Friede hat kaum eine Chance. Aber dann das. Chisnell wirft die 180, doch zwei Pfeile wollen einfach nicht stecken bleiben. He could have had the 120, but he was looking at the audience. And he got 60 points in the end. Two fallout. Auch bei seinem nächsten Wurf kommt er nicht mit dem Material des Boards zurecht. Von der Triple 20 muss er sich wohl verabschieden. Das Leck scheint wie verhext für die Nummer 8 der PDC Order of Merit. Zu viel, was ihm hier durch die Lappen geht. Und dann muss er auch noch hilflos dabei zusehen, wie ihm das Checkout verwehrt wird. Well, to try and get that release going. Yeah, he might lose the treble 6 before he gets the double. Der Pfeil steckt im Doppel, eigentlich eine klare Sache, aber nein, der andere, der erste, der fällt wieder raus. Damit ist das auch kein ordnungsgemäßes Finish. Und damit nicht genug. Rein de Friede entscheidet das Leck auch noch für sich. Chizzy hat einfach genug, er wechselt jetzt mal seine Darts. Und damit läuft es auch schon wieder besser. Chizzy findet seinen Rhythmus zurück und wirft sich sicher eine Runde weiter mit einem Match-Average von 86 Punkten. Der hätte noch viel höher sein können, berechnet man die